Moin Moin, Hocke Hager von der Buchhandel Almut Schmidt, beziehe von Leseschatz auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ein Buch, das letztes Jahr eines meiner Lieblingsbücher war, ist jetzt im Taschenbuch erschienen, von Macquarie Nordwasser. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, ein unglaublich toller, fesselnder Roman, mit dem man reisen möchte. Es ist ein Abenteuerroman, Entwicklungsroman, man taucht ein mit all seinen Sinnen in dieses Buch, und das macht große Literatur, denke ich, auch aus, dass man beim Lesen das Gespür hat, es komplett zu erleben. Man nimmt die Gerüche auf, man sieht die Farben, die Gerüche und die Handlungen sind auch teilweise so, dass man es kaum ertragen kann. Das klingt jetzt schrecklich, ist aber wiederum großartig, weil das schafft große Literatur, weil man diese Zeit tatsächlich erleben kann. Man erfährt hier sehr, sehr viel. Man kriegt ein Gespür für jene Zeit und die Protagonisten sind so gut gezeichnet, dass es ein Hochgenuss ist, dieses Buch zu lesen. Also, es spielt 1859 auf einem Walfänger. Es ist aber die Zeit der beginnenden Industrialisierung. Das heißt, die Dampfschifffahrt vertreibt so langsam die Seefahrt, die Segler. Und die Männer hier wissen, es wird eine ihrer letzten Fahrten sein, auf so einem Walfänger. Wir lernen es sind zwei Protagonisten, die sich herauskristallisieren, aber es sind eigentlich alle Männer, die auf diesem Schiff sind, die dieser Handlung, diesen Verlauf Raum geben, weil alle Männer auf diesem Schiff natürlich auch ihre dunklen Seiten mit an Bord nehmen. Aber es sind zwei, die sich herauskristallisieren. Gleich an der Anfangsszene ist es Henry Drux, der schon wie ein Halunke daherkommt, dessen Brutalität und seine kriminelle Energie wird auch im Folge des Romans immer ersichtlicher. Hinzu kommt ein Patrick Sumner, ein Arzt, der auf diesem Schiff anheuert. Er hat eine Vergangenheit, wurde unehrenhaft aus der Armee entlassen, was er natürlich verschweigt. Er sagt, er wartet auf ein Erbe, was er antreten könne, und wollte sich jetzt einfach die Zeit vertreiben. Das heißt, er möchte einfach hier mitfahren. Im Hinterkopf hat er einfach den Gedanken gehabt, als Arzt auf so einen Walfänger hat man wahrscheinlich nicht viel zu tun, manchmal hier und dort eine Diarrhoe zu behandeln. Aber er hat sich das irgendwie anders gedacht, als es dann kommt. Und wenn der Kapitän nämlich zu einer Robbenjagd, Waljagd sagt, alle müssen mit anpacken, müssen tatsächlich auch alle mit anpacken, sei er nun Arzt oder wer auch immer. Das ist auch ein Teil dieses Romans, der sehr bildhaft geschrieben ist. Das heißt, wenn die Männer Blut lecken, das heißt, die Robbenjagd sowie auch die Waljagd, aber auch zum Beispiel die Eisbärjagd und zum Beispiel ein Eisbärbaby, was genommen wird für ein Zoo, im Hinterkopf behalten, dass sie denken, dass wir es mit an Land nehmen, beziehungsweise ein Zoo verkaufen können. Und wie die Menschen hier mit den Tieren umgeht, ist auch ein Teil des Romans. Aber er nimmt dann natürlich Spannung auf. Erstmal die Geschichte von diesem Arzt, warum er dort auf diesem Schiff ankommt, und von Henry Drux auch, diesem Halunken. Aber auch, als ein Schiffsjunge den Arzt eines Tages aufsucht, wird ihm ziemlich schnell klar, womit er es hier zu tun hat. Es ist ein Missbrauchsopfer. Und als er das mit dem Kapitän besprechen will, beziehungsweise bespricht, ist dieser Schiffsjunge auch in Folge ermordet worden. Und nun sind alle Männer auf diesem Schiff natürlich Verdächtige. Und so wird auch langsam ermittelt. Und so öffnet sich eine ganze Büchse der Pandora, will ich es mal nennen. Also das heißt, die Gefangenschaft im Eismeer, sie fahren Richtung Grönland, ist gar nicht nötig. Diese Beklemmung von außen durch die Naturgewalt ist eigentlich die Beklemmung, die sich hier in diesen Seelen so langsam ausbreitet und immer offensichtlicher wird. Ein sinnlicher Roman, der unter die Haut geht, der spannend ist, Seefahrerelemente da zeigt, und ich finde, einfach in jedes Bücherregal gehört, sofern es noch nicht dort ist, bitte jetzt zugreifen, es lesen und tolle Lesestunden mit diesem Buch erleben. Ich wünsche spannende und gute Unterhaltung. Bis bald, Hauke Hader von der Buchhandlung Almut Schmidt, beziehungsweise von Leseschatz. Und weitere Lesetipps von mir finden Sie natürlich immer auf meiner Seite leseschatz.com oder natürlich bei uns hier in der Buchhandlung. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. Tschüss.